Ist ein Alm, sieht solide aus. Zuletzt noch im Erholungskoma. Ja, Neuros auch nochmal Koma. Wie er hier liegt. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich erstmal rüber, verkaufen ein bisschen was, dass die wieder leer sind hier. So, jetzt gucken wir in Ruhe durch. Also, wer ist denn hier verletzt? Hier nicht. Lilith geht. Annie geht. Ja, liegt auch. Die Wache legt sich hin. Ja, Hulk, das geht. Das ist alles okay. Du legst dich hin. Ein Neurer ist am Erholen. Sunny, leg dich hin. Muni ist okay. Steel Leech. Charlie, leg dich hin. Mika, geht's gut. Ja, ein bisschen, aber das ist okay. Scrunch. Scrunchy Scrunch. Bajil, leg dich hin. Hinlegen. Onto liegt irgendwo. Pandi, hinlegen. 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 Es ist halt krass, als Leani sagte so, du levelst, nimm auf die Fresse kriegst, dachte ich mir so, ja, okay, aber du levelst halt wirklich, nimm auf die Fresse kriegst. Es ist halt legit wirklich so. Das ist halt krass. Hätte ich nicht so für voll genommen. Aber es ist halt echt so. Es ist wirklich, wirklich so. Es ist echt krass. Ja, Anni, als ich genug denn. Schön, dass du da warst. Schlaf schön und träum was Schönes, ja? Alter, hör auf. Okay. Die kann mal ganz kurz. Die hat noch gar nichts gekriegt. So, Hose. Achso. Zack. Hose. Schuhe. Und die kriegt noch eine Waffe. Hallo? Hallo? Jetzt. Okay. So. Einmal das. Einmal das, einmal das, einmal das. Hemd kriegst du auch noch. So. So. Aria ist nicht da. Warum ist die nicht da? Okay. Verschießen die schon wieder. Polik. Technologiejäger. Geht verbrechen. Warum? Was macht er denn? Ich finde es echt ein bisschen kacke, dass die hier durchglitschen. Das ist halt dumm. Warum glitschen die ja durch? Das Level ist ziemlich geil. Ich finde es auch cool.
Ich bin so versichert durchglitschen. Das finde ich kacke. Nee, es war der falsche. Sorry. Du kannst, okay. Die Tour könnte ein bisschen dauern von denen. Ich schicke Ellie noch mit. Ellie trägt nichts, aber ne, die kann sich halt ein bisschen verteidigen vielleicht. Ein bisschen kämpfen dafür. Euch geht es allen halt nicht so geil. Ihr könnt, die können sich auch gerne hinlegen, die Söldner. So habe ich nichts gegen. Ihr könnt euch gerne irgendwo hinschmeißen. Dass sie sich alle hier unten reinsetzen, ne, die ganze Zeit. Das triggert mich halt irgendwie. Die sollen was machen. Nahrungsmittellager. Hat die nichts in der Produktion? Blauer Kaktus. Achso, geht nicht. Haben wir auch gerade nichts mehr da, ne? So, allen geht es jetzt prinzipiell gut. Alle erholen sich. Ich speichere. Ich will gar nicht wissen, was als nächstes auf meine, auf die Base hier zukommt. Ich habe gar keinen Bock. Ich will es gar nicht wissen. Nicht euer Ernst. Ja, komm genau von da, wo ich hin muss. Wirst du mich verarschen, Spiel? Ist das wirklich dein fucking Ernst? Boah, ich bezweifle irgendwie gerade, dass sich das so lohnt, so einen eigenen Außenposten zu bauen. Ich glaube, wenn du zum Beispiel im Zentrum dir genug Gebäude selber aufbaust, einfach wieder, hast du es halt auch. Ohne diesen Scheiß die ganze Zeit. Diese gezielten Raids, so, weißt du? Xin. Da fehlt jetzt einer, ne? Das ging jetzt zu schnell. Xin. Oh Gott, ich hoffe, die Gruppengröße nicht allein mit der Nahrung von Händlern versorgen. Das stimmt. Ja, leider. Aber wie wir die hier wegmachen, ne? Da kommt noch ein Trupp! Ja gut, die Tür ist gleich auf. Aber das ist prinzipiell echt krass. Hä? Schon geht das wieder los, schon geht die Scheiße wieder los. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, die fressen die Spinne. Ihr seid also gar nicht so böse, ja? Ihr fresst nicht die Leute, ja? Die lassen euch hier rein. Dann könnt ihr ja nicht böse sein eigentlich. Also nicht so böse. Ach Gott. Die Möglichkeit von Raids rund. Die Option. Ich glaube, das kannst du, wenn du die Welt importierst, kannst du das.
Oder meinst du jetzt bei diesem Debug-Menü? Wie ging das nochmal? String 11? Nee. String Shift 11? Fixed 5 Buildings that have been saved with method update. Oh, das wollte ich nicht. Wie ging das? Weißt du über das Menü? Ich hab irgendwas gesaved gerade. Ich weiß nicht, was ich gesaved habe. Wie sie ganz, ganz langsam hier einfach durchgehen und denken so, jo. Ist okay. Heute einfach kein Bock. Kommst du heute nicht, kommst du morgen? In Spieloptionen. Nee, hier geht das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich die Welt importiere, oder? Da kann ich glaube ich sowas einstellen. Gameplay. Gruppengröße, Multiplikator. Oh, das kann ich so nochmal hochsetzen. Das habe ich noch gar nicht hochgesetzt. Warte mal, Staub, Stadtüberfallereignisse, Größe. Beeinflusst die Größe und somit auch den Schwierigkeitsgrad der angreifenden Streitkräfte. Wenn deine Stadt von einer Fraktion aus der Größe Überfälle beeinflussen, wie gut das Spiel läuft. Stadtüberfälle, Ereignisse, Häufigkeit. Oh, das kann man. Das kann man. Du hast recht. Stadtangriffe, Häufigkeit, normal. Das ist nicht dasselbe wie die Überfallereignisse. Statt Überfall, statt Angriffe. Diese Einstellung beeinflusst Angriffe durch Banditen und Feinde, die zufällig an deiner Basis vorbeilaufen, sich dazu entscheiden, sie anzugreifen und sie zu überfallen. Die alten Standardeinstellungen war hoch. Ich würde halt gerne ein bisschen weniger machen, bin ich ehrlich. Und das beeinflusst die Häufigkeit der Überfallereignisse. Würde ich mal um die Hälfte reduzieren. Ich will halt auch einfach ein bisschen genießen. Das ist mir halt echt too much. Statt Überfall. Und wenn die kommen, sind die auch nur halb so schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Verstümmelung, selten. Häufig. Ne, häufig nicht, selten aber auch nicht. Kann das nicht normal sein? Es passiert halt. Da fehlt mir eine Zwischenoption. Das könnte ich übrigens gerne auf normal setzen. Das finde ich schön, dass das geht. Multiplikator, globale Bevölkerung. Diese vervielfacht die Anzahl von Gruppen im Spiel. Ändert nicht die Größe der Gruppen. Wert über 100 bedeutet mehr Charaktere. Warnung, wirkt sich nach Erstler. Ist jetzt automatisch so? Also passt das jetzt? Oder wird das erst nach dem nächsten Start? Kommt das erst nach dem nächsten Start dann? Dass das quasi sich aktualisiert? Oder ist das jetzt schon aktuell, Jani? Bist du noch da? Also ist gut, dass es geht. Das gefällt mir. Weil ich möchte halt auch ein bisschen bauen, ein bisschen genießen, das Ganze. Na gut, die sind jetzt immer wieder mal, ne? Dass dieses Prinzip hier gerade so geht, ne? Auch mit der Tür, dass wir die an der Tür schon alle richtig abfangen. Das finde ich sehr geil. Das finde ich sehr, sehr geil. So, die sind halt arschlangsam. Aber die gehen jetzt mal darüber. Oh, wait a second. So weit weg. Schade. Ich hätte gerne noch was mitgenommen, Klei. Wir hätten halt noch mal was mitnehmen können. Naja, gut. Ist egal. Wann käme denn das nächste Ereignis? Rein theoretisch. 2 Tagen. Holy Nation wieder. Staubbanditen. Da stand gerade 2 Tage, ne? Wir gucken mal, ob das hinhaut. Speichern. Wir haben auch den Überfall gerade geschafft, also passt schon. Spiel laden. Wir gucken mal. Es wäre echt toll, wenn es funktioniert. Es wäre wirklich schön, wenn es funktioniert. So, die Stärke, also dass sowas in der Welt abgeht und so, das kann ruhig so bleiben. Aber dass man halt wirklich einfach mal auch ein bisschen bauen kann und, ne? Mal gucken, ich stand ja gerade 2 Tage bei beiden Sachen so da. 2 Tage, ein paar Stunden. Wenn es um die Hälfte reduziert ist, müsste es jetzt 4 Tage sein, noch was. Und es müsste weniger sein, was da kommt. Theoretisch. Eigentlich.
Oh nein, ich hab gedacht, du machst gestern einen Spaß. Jetzt machst du das wirklich. Oh nein, komm mir auf. Was ist denn jetzt bei denen hier schief? Wie war das mit, wir rennen in der Gruppe? Wow. Vielleicht auch erst, wenn die zwei Ereignisse, die da noch drin stehen, durch sind, das dann erst aktiviert. Vor allem, das sind wieder zwei Ereignisse, ne, die direkt zueinander kommen. Ja, zwei Tage. Ey, die kommen in Abstand von einer Stunde. Das ist übel. Das ist übertrieben. Die kommen in Abstand von einer Stunde. Bist du immun und musst einen neuen Sound reinmachen. Also gegen manche Sounds bin ich mittlerweile schon echt ein bisschen gefeilt. Das ist wirklich, also... recht gut, recht gut. Ein bisschen Knüller noch, aber recht gut. Oh, jetzt ein... wieso greift uns das an? Junge, verpiss dich! Wieso werden wir angegriffen? Nein, Alter, dieses Overlay. Ich geh jetzt da rein. Okay, unten kommt der Rest erstmal. Wieso ist Xin denn draußen? Wieso ist Wolfi denn draußen? Was ist denn das immer? Hä? Wo kommt er denn jetzt her? Wo ist er denn jetzt hergekommen? Mach die Tür auf. Kommt einfach ein Holy Dude, der da rausläuft. Lol, warte, hatte ich gefangen, ne? Der hat sich die ganze Zeit totgestellt, oder? Der liegt bestimmt nur seit Tagen hier und hat sich immer totgestellt. Wir haben gerade niemanden der Leichen beseitigt, oder? Doch, haben wir doch. Warum machen die das nicht? Warum tun die das nicht? Strom haben wir. Weird. Ich hab gesagt, ich soll in der Gruppe laufen. Was machen sie? Kilometer entfernt. Stimme Geist, wie geht's dir? Alles gut bei dir heute? Konntest du gestern noch zur Ruhe kommen? Hast du noch was gemacht? Oder eher nicht mehr? Gebäude fertig. Oh, sehr schön, die Kaktusfarm fertig. Theoretisch kannst du die Staubbanditen auch ausradieren, wenn du das willst. Dauert halt eine Weile, aber ist möglich. Die kommen ja immer aus der Richtung, ne? Also gefühlt. Ist hier irgendwas? Dass ich die ausrotten könnte? Gänge das? Warte mal. Lol. Ich sehe Fleisch. Sansa hat noch was über. Sansa, komm mal zurück. Sansa ist ja eh unsere Wache, so ein bisschen, die mitläuft einfach. Wie langsam die sind. Hier bis 6 habe ich noch gemacht. Oh Gott. Das ist schon ein bisschen heftig. So, Brain Buddha. Let's talk. Hi. Stop it. Erstmal kriegst du die ganze Erzscheiße. Es tut mir leid, aber wir brauchen Gole. We need money. Hier bräuchte wieder richtige Rucksäcke, ne? Wir brauchen noch ein paar Rucksäcke. Warte mal. Der Rucksack, ne? Wir hatten jetzt hier keinen gehabt. Sie, ne? Genau. Ellie hatte keinen. Ellie kriegt noch einen. Kriegt das unklar. Ellie hat aber... Nee, wir hatten das aufgesammelt. Hä? Ach, Sansa hat das aufgesammelt. Das behalten wir zum Gerben. Wir wollen ja selber gerben. Sansa, dann kriegt das Sansa wieder. Brauchen wir irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Söldner gibt's auch gerade nicht.
Na gut, dann wieder zurück. Gibi. Aber nicht mehr aus dem Kopf, wo der ein Boss ist. Ja, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Wir kriegen doch schon raus, wo der Boss der Söldner ist. Der Staubbanditen, dann machen wir den irgendwann weg. Irgendwann ist der dran. So, wie ist der Sumpfexpedition? Hier ist schon wieder Party. Was bin ich? Spinn. Was bin ich froh, dass ich in einem abgeschlossenen Bereich bin? Ja, ich habe auf die Scheiße nämlich gar keinen Bock mehr. Okay, ist ready. Dark ist ready. Jetzt gehen wir nach Süden, oder? Ich will aus dem Sumpf raus. Ich habe keinen Bock mehr auf Sumpf. Ich höre nie wieder auf Leani. Leani, wenn du das nächste Mal sagst, ich war in der Ecke noch nicht, geh mal bitte erkunden. Du kannst alleine gehen. Wir schicken Leanis Charakter einfach alleine da rein. Das kann ich auch nicht machen, da fühle ich mich schlecht. Aber ich wünschte, es ginge. Könnte schlimmer sein. Naja, ist ja gut. Ist ja schon mal besser als es ist sehr schlimm. Dasselbe geht auch bei den Drachen-Ninjas. Wo sitzen die denn? Wo laufen wir jetzt lang? Ich würde sagen, wir laufen nach Süden, oder? Wir laufen hier die Straße hier nach Süden, um so schnell wie möglich aus dem Sumpf rauszukommen. Dann gehen wir hier in die Richtung High Bone Fields. Market. Hier hin. Zurück zum Market. Dahin. Dann hier an der Seite hoch, oder? Und dann können wir ja gucken, vielleicht letzte Befestigung, dass wir hier hochlatschen, die große Festung vielleicht mitnehmen und Atmak mitnehmen. Wir waren jetzt schon, also Shark ist das erste Mal, dass wir hier sind. Hier will ich noch hin, da will ich hin. Da will ich vielleicht hin. Da können wir vielleicht, na, vielleicht können wir noch hier unten noch hingehen. Da hätten wir die Hauptstädte hier erstmal so ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Dann würde ich sagen, latsch mal los, oder? Gib ihm. Oh, wait. Erstmal sammeln, bitte. Sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. So. Okay, die Raptoren sind lieb. Okay, merke, Raptoren lieb. Raptoren nicht böse. Raptoren alles gut. So. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Die tut sie noch da, ne? Sind unsere Leibwächter? Ja, Leibwächterstrom ist da, alles gut. Wenn wir den Krieg anfangen, ich habe mir das überlegt, wenn wir den Krieg machen dann, also nicht heute, aber der kommt irgendwann, werde ich mir auch Söldner dann immer holen für diese Kriege. Ich meine, die wollen ihr Geld und ich zeige denen den Gegner, gegen den sie kämpfen können und bezahle sie. Why not? Ja, Anni, schlaf gut, träum was Schönes, ja? Man hört sich ja bestimmt morgen wieder oder so. Wobei, morgen weiß nicht. Ich will jetzt einfach hier raus. Ich habe keinen Bock mehr auf Spinnen, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts in diesem scheiß Sumpf. Was? Steinrattendorf entdeckt. Was ist denn Steinrattendorf? Sind die böse, sind die gut? Was sind Steinratten? Ist das okay? Ist das nicht okay? Das sieht aus wie Spinnen. Riesige tote Spinnenkörper. Alter. Warte mal. Ich mache die Häufigkeit noch mal runter. Na gut, das werden wir jetzt natürlich noch nicht sehen, ne? Aber da kann sein, dass die zwei noch durchgehen müssen erstmal. So, wir sind hier. Wir latschen jetzt hier entlang. Ich will nur raus aus diesem Sumpf. Schalalala. Ich will raus aus diesem Sumpf. Oh, Tageslicht! Tageslicht! Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist Tageslicht. Ich will hier raus. Renn. Renn. Es ist zwar Nacht, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Raus hier. Lauf, 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 lauf. Wir sind raus aus dem Sumpf. Wir haben es durch den Sumpf geschafft. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Wir sind durch den Sumpf. Wir sind durch, wir sind durch. Oh mein Gott. Wir haben ein paar Agonia mitgenommen. Das ist cool. Das Rippen?
Sind das Gerippe? Ich lass mal normal laufen. Ach Gott, Alter. So. Die Truppe rennt wieder. Wir sind eine ordentliche Kampftruppe. Ich wäre halt gern zurück, bevor die anderen aufkreuzen, aber das werde ich nicht schaffen. Ich werde in 2 Tagen nicht so weit laufen können. Und Schimmelgeist, was treibst du gerade so? Wie war dein Samstag? Ich bin da raus, schade. Also diese Wand, ne? Diese Dunstwand, die über dem Sumpf hängt. Lerni hat gesagt, ich soll mich vor irgendwelchen Schnabelfiechern in Acht nehmen. Ach nö, nicht. Was ist denn das? Schon wieder Sumpf? Also Ausläufer vom Sumpf, ne? So ein bisschen Ausläufer-like. Wir gehen einfach ganz schnell durch. Ich mag das, wenn die GUI aus ist. Ich mach noch ab und zu mal an, um hier zu gucken, ob hier irgendwas abgeht. Aber gerade ist okay. Das sieht so matschig aus. Der Regen macht es auch nicht besser. Bei uns ist aber nichts in der Nähe. Also wir sind hier relativ allein gerade. Was wirkt es so? Noch relativ allein. Entspannt eigentlich einkaufen, wenn es ist, war zu Besuch. Und jetzt sammle ich Eier zum Shiny Hunten. Schwert und Schild, wollte ich sagen. Die neuesten Editions? Den ganzen Tag hat's gepisst. Ja, bei uns auch fast. Fast. High Bonefields, hohe Knochenfelder. Können wir da vielleicht irgendwie drüber latschen, um direkt nach Khatun zu kommen? Das finde ich, sieht cool aus. Irgendwie sieht interessant aus, die Position von Khatun. Wer fällt denn hier zurück? Phoebe und Vibe. Macht mal keinen Scheiß. Bleibt mal zusammen, bitte. Bisschen Otaru handen. Ja, Otaru. Bin auf das erste DLC gespannt. Spinnen. Nein. Was, wo? Wo? Sie haben uns nicht gesehen, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Welche Spinnen denn? Die da hinten? Das sind Leute. Rotsäbel. Ja, die haben uns nicht gesehen. Gott sei Dank. Lauf einfach weiter. Halt die Gusche und lauf einfach. Dann sehen die Spinnen dich auch nicht. Lauf einfach. Ich habe auch keinen Bock auf Spinnen. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach rennen. Rennen. Was? Wo geht's? Geht's hin? Todessehnsucht? Kurz mal allein in den Wald? Junge, bleib hier. Was ist denn los mit dir? Gibt es einen Stream? Natürlich. Wenn das dann wieder losgeht mit Pokémon, also wenn die ersten DLCs reinflattern, klar. Hallo? Ich habe schon wieder ein bisschen Bock auf Pokémon. Switch steht auch schon hier. Ich hätte auch mal wieder so Bock. Ich weiß nur gerade nicht, was ich in Pokémon so richtig jetzt machen soll. Shiny Hand bin ich einfach nicht so. Das ist nicht so meins. Wow, diese Bäume. Okay, krass. Ich mag den Sumpf nicht, auch wenn das hier bloß ein Ausläufer ist, ich mag ihn trotzdem nicht. Wir gehen direkt zur Kreuzung hier unten. Direkt zur Kreuzung. Wir sind, glaube ich, gleich raus, ne? Wir gehen jetzt hier links hoch und dann sind wir raus. Sind wir raus? Ja, wir sind raus, oder? Oh, wir sind raus. Oh, was ist das? Rotzebel. Stop it. Wir warten. Schön warten. Du, meine Kollegen bleiben schön bei mir. Die Rotzebel verziehen sich ja. Die gehen in den Sumpf rein. Respekt. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich laufe jetzt da rum. Als Zukunft werde ich nur ringsrum laufen. Was ist das denn?
Okay, hier war mal irgendwas sehr, sehr Großes gebaut. Hier ist die Kreuzung, oder? Nee, jetzt kann ich die Kreuzung. Die Kreuzung ist da unten. Shiny Hunten oder wieder eine Soul Link. Also ich würde den Spielstand von dem Spiel gerne behalten. Also Soul Link wird da schwierig. Leider. Wieder mal eine Soul Link, hätte ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Ich würde mal eine rote Edition Dings noch weitermachen, was ich da angefangen hatte. Oh, wir kommen langsam raus aus der Suppe, ey. Wir kommen raus aus der Suppe. Oh mein Gott, da vorne kommt der Tag. Das Licht eines neuen Tages zeigt uns den Weg auf den Berg und raus hier. Einfach raus hier. Da ist die Kreuzung, oder? Oh, Gott sei Dank. Ja, Anni, was machst du da? Hohe Knochenfelder. Okay. Ich würde sagen, hier speichern wir mal ganz kurz wieder. Wenn ich von hier jetzt irgendwo Söldner anhöre und die nach Hause schicke, wäre irgendwie ein bisschen weird, oder? Nur einen neuen Nutzer machen und dann kannst du wieder von neu anmachen. Weiß ich nicht, wie das richtig funktioniert. Weiß ich nicht, ob ich da dran rumfuschen will. Irgendwie. Wir gehen jetzt direkt zum Market, würde ich sagen, oder? Das wäre in die Richtung. Ist das die Richtung? Ist die Richtung. Okay, ich habe gespeichert. Weiter geht's. Die Anja hat gesagt, ich soll mich vor irgendwas fernhalten. Sie weiß nicht, wo es das gibt. Könnte es hier geben. Irgendwelche Schnabeldinger. Der Sumpf. Das ist nicht der Sumpf. Was läuft denn da? Riesenspinnen! Riesenspinnen! Oh, scheiße. Okay, wir haben die Spinnen abgehangen. Wir haben die Spinnen abgehangen. Sie haben uns ignoriert. Zwei wollten, aber haben da doch nicht. Was zur Hölle ist das? Spinnen? Warum immer nur die Spinnen? Ja, verstehe ich. Ich sehe aber gerade keine, also alles gut. Ich habe da auch ein Auge drauf, alles gut. Oh, scheiße, warte mal. Was ist denn das? Ist das eins dieser besagten Langhals-Schnabelfiechers? Schnabelding. Schnabelding! Das ist das! Das meint Leani. Oh, scheiße. Davon sollen wir uns fernhalten. Die gibt's hier. Oh, scheiße. Da hinten ist der. Da hinten ist es. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da will ich hin. Da will ich hin. Scheiße. Warte, ich muss nochmal speichern. Oh Gott, ich will nicht draufgehen. Ja, speichern. Einstellungen auf Nutzer, dann Nutzer einstellen. Da kannst du alle Games nochmal von Null spielen. Das hätte schon was, ne? Irgendwo hätte es schon was. Das ist das Vieh. Das ist so ein Teil, vor dem ich mich in Acht nehmen soll. So ein Schnabeldingens. Ich finde es gut, dass das Schnabelding heißt. Was ist das da? An der Wand. Südliche Moorländer. Schnell zum Außenposten. Und hoffen, dass hier nichts kommt. Ich würde dann trotzdem gerne nochmal in die andere Richtung gehen und zu der Stadt gehen, die hier an dem Berg ist. Okay, hier ist ein Außenposten. Wie heißen denn die Dudes, die hier dran stehen? Sklavenhalterwache. Das ist ein Sklavenhalterteil. Oh nein, ist nicht dein Ernst. Scrunch, schlaf schön, lass dich knuddeln, träum was Schönes. Das ist ein Sklavenhalterteil hier. Okay, wir bleiben hier in der Mitte stehen. Wir bleiben zusammen. Ich, Leani und Marco. Stopp, wir bleiben hier stehen. Ich, Leani und Marco, wir gehen da rein. Zusammen. Mit der fetten Truppe. Finde ich gut. Der hat nämlich einen Sklavenring drum, ne? Trink aus, Sklave. Ich bestehe nicht aus Sake. Was? The fuck? Ah, jetzt reicht's. Warte, bis ich diesen Grog ausgedrungen habe. Dann schlage ich dir das Gesicht ein. Was für mich? Ich habe nichts gemacht. Was willst du von mir? Okay, mit denen kann ich nicht reden. Am 12.05. das neue Zelda. Ich habe noch nie einen Zelda-Teil gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe noch nie einen Zelda-Teil gespielt.
Gesucht, Blechfaust. Okay, sie brauchen zu essen. Das nützt uns halt auch nichts. Das Essen schön und gut, aber das nützt uns nicht viel. Ist das Sklavenhandel? Ist das. Riecht das nach Sklavenhandel? Das sieht, dass das Smiley da drauf macht es halt nicht besser. Da ist noch eine Bar. Handelskonto, Handelskonto, Handelskonto. Hier unten ist noch eine Bar. Wir gehen nochmal zur Bar, würde ich sagen. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben möchte. Wir können hier nach Süden, hier können wir hier rumlaufen, direkt dahin. Wobei, ich würde gerne mal zu den Händlern rennen. Ich würde schon gerne mal zu den Händlern rennen. Das merke ich mir. Ich habe es nie in die Finger bekommen. Ich habe nie einen Zelda-Teil bekommen, so irgendwie mal. Oder mir geholt oder keine Ahnung. Irgendwo gesehen und dachte mir so, okay, jetzt Zelda. Ist mir an mir vorbeigegangen, so richtig. Irgendwie, keine Ahnung. Leider. Wäre cool, wenn es anders wäre. Eliani. Absolut nichts. Absolut nothing. Schaust du meine Narbe? Ich habe nicht gestartet. Ich habe auch kein Interesse. Okay. Ich glaube, wir lassen das mal. Ich glaube, hier werden wir nicht fündig werden. So, speichern. Wie sieht's denn jetzt aus mit den nächsten Raids in einem Tag? Okay. Schwarze Drachen-Ninja, es wird alles nicht besser. Sklavenhändler, ich mach da gar nichts. Okay, wir gehen jetzt nach Süden und gehen dann hier hoch und gehen nach Khatun. Khatun. Wir können auch hier theoretisch zurückgehen, ne? Durch die flache Lagune und dann hier nach oben in einem. Geht auch. Aber ich würde schon gerne hier rüber noch gehen. Dann vielleicht hier drüben hoch. Also ich gehe definitiv nicht wieder durch die Sümpfe. Ich will da hingehen, bitte. Ich glaube, das hier ist ja das Schiedkönigreich hier irgendwie. Das hängt hier zusammen, ne? Da würde ich gerne da reingehen. So, mal gucken. Okay. Also weiter geht's. Hä? Ich kann das Metall abbauen. Das sind Metallressourcen. Also bin ich ehrlich. Ist eine Hammer-Game. Und der neue Teil ist jetzt schon im Hype. Da ich es nicht kenne, gebe ich halt dafür nicht so viel Geld aus, ne? Es ist halt, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal Zelda, mal irgendwann. Ich hätte schon Bock, muss ich sagen. Irgendwie hätte ich schon Bock. Aber ich kenne das zu wenig, um zu sagen, das ist mir die 60 wert oder so.